Hello, Tangero. Hello, Tangera. We are Pablo and Ludmila, and we want to tell you that we have prepared a new amazing musicality video with live music that you can find on this link in case we already reached 5,000 subscribers. If you still don't see it there, it means we didn't reach the 5,000 subscribers yet, and we need your help for this. So subscribe to this channel now, hit the bell, and visit also universetango.com to subscribe to our newsletter, and we can notify you when we upload this new musicality video. So now, let's start with the class review. Wir haben so etwas Einfaches gemacht heute, weil es mehrere Elemente da gibt, die interessant zum Analysieren waren und die wir immer selbst üben mit Ludmila. Außer Ganchos, Sacadas und alles Mögliche, was man machen kann. Diese Sachen sind eigentlich Basis von allem. Und wenn, je besser man das beherrscht, desto besser wird man tanzen. Also, das erste war die Enganchada. Die Enganchada, die wir so führen und wir haben zwei Möglichkeiten, entweder so invasiv, sagen wir so, bam, zum Beispiel, wenn wir runtergehen, weil wir unbedingt das in einer Synkope machen wollen oder in Akzent oder mit dem Sänger oder etwas, das sie wahrscheinlich in dem Moment nicht hören wird, weil ich einfach nur diese fixe Idee habe, oder können wir das so sanfter machen, indem wir hier vorne begrenzen, da auch keine Rotation, damit sie nicht auf die Idee kommen, ein Ocho zu machen, aber trotzdem ihre Achse schieben von hier dahin. Jetzt, warum haben wir die geübt? Weil wir wollen, dass sie selbst auch entscheidet, in welchem Moment das musikalisch logisch ist. Ich bin der Meinung, es ist schwierig, dass sie das rhythmische und musikalische Gehör entwickelt, so gut, wenn wir ständig den Rhythmus so führen und wenn wir alles so invasiv machen, dass sie nur die körperlichen Signale versteht, aber nicht die Freiheit hat, auch die Musik selbst zu erkennen und zu verstehen. Deswegen, wenn wir denken, jetzt könnte ein Moment logisch sein, führen wir das einen Takt davor und lassen wir, dass sie das selbst macht. Dann gehe ich mit ihr weiter. So, dann, das Kreuzen 3, 4, 5, statt das so zu machen, wie normalerweise gemacht wird, werden wir das heute schön machen und elegant, nicht so wie alle anderen machen. Wir führen diesen Schritt, den nächsten Schritt, ein bisschen gekreuzt, aber ohne Rotation, einfach so. Den Schritt davor ein bisschen gekreuzt. Dann, wenn ich weiter nach vorne gehe, macht sie einen Umweg um das Standbein. Und dann drücke ich leicht diagonal in diese Richtung, aber ohne mich zu rotieren, sondern einfach gerade. Ein bisschen Gewicht dahin reicht, aber dann gehe ich gerade nach vorne. Tack, sie hat gekreuzt. Es ist komplizierter. Ja, es ist komplizierter zu führen, aber es ist so elegant. Also, das haben wir auch gemacht. Und dann weiter außen vorbei. Drehen. Innere Kante. Pose. So wie Sandwich oder wie eine Parada, so etwas Ähnliches. Bei dieser Pose gibt es auch was Interessantes. Bei dieser Pose. Bei dem Sandwich haben wir immer das gelernt. Ja? Aber es gibt andere Methoden, auch schön das zu machen. Das ist zum Beispiel eine sehr schöne Form. Das mache ich immer, weil ich einfach denke, dass diese Spitze da hinten so elegant aussieht. Einfach Sachen, dass man sich einbildet. Da. Aber da gibt es meistens ein Problem. Epa, das Knie hat keinen Platz. Na, wir haben hier, na, wir verlieren das Gleichgewicht. Sachen, die eigentlich ganz leicht zu lösen sind. Erstens, das Knie da vorne mit ein bisschen Rotation von der Hüfte, das Problem löst sich sofort. Dann hat sie schon Platz. Aber jetzt mein Oberkörper ist noch zu weit vorne. Sie kann das nicht. Warum? Weil ich zu weit vorne bin. Ich muss einfach gerade sein. Über mein Bein. Da. Da. Mehr brauche ich nicht. Noch eine Sache. Ein bisschen Rotation brauchen wir, ja, aber vom Rücken. Da. Ja, nicht so viel denken von der Mitte, weil oft, wenn wir von der Mitte rotieren, sind beide Seiten betroffen.
Und dann öffnen wir hier, aber schließen wir gleichzeitig die andere Seite. Das ist schädlich, das sollen wir nicht machen. Ja? Das hier ist nicht unbedingt gut. Deswegen, mit dem Rücken hier, linke Seite zu öffnen und die andere Seite so frei lassen. Oh, ich habe ein Mikrofon geschlagen. Blaff, blaff. Jetzt. Vorne, vorne, vor, Seite, Rücken. Und hier entsteht das letzte Problem, das meistens deswegen passiert, weil wir das nur schlecht denken. Oder nicht so optimal denken. Schritt, Schritt und hier. Da. Tak, tak, das ist was oft passiert. Vamos, haz el ganchito. Ja, wenn, el ganchito, el voleo. So, hier hat sie ihre Haltung verloren. Okay. Warum passiert das? Weil wir immer gelernt haben, dass wir mit dem Oberkörper so nahe bleiben müssen. Wir suchen die Nähe mit dem Oberkörper, wir suchen die Nähe mit dem Brust, wir suchen die Nähe so und dann tanzen wir so. Und wir sagen, ich tanze Milonguero. Das ist nicht Milonguero. Milonguero, wenn man die alten Milongueros fragt, was ist Tango Milonguero? Sie sagen, den Tango, den man in der Milonga getanzt hat, vielleicht, früher. Aber irgendwann wird das ein Stil. Wir folgen nicht dem Oberkörper nur, sondern wir versuchen, dass die Beine nahe zu dem Partner sind. Weil tatsächlich mein Oberkörper, mein Körper steht über meine Füße. Also, je näher meine Füße zu ihr sind, desto näher werden wir voneinander sein. Wenn meine Füße hier sind, wir versuchen mit dem Oberkörper hier nahe zu ihr sein, macht keinen Sinn. Also dann, hier direkt. Da, da. Ich lasse, dass sie geht. Sie geht zu ihrem Bein. Und ich gehe dann nahe zu ihr. Und dann sind wir im Gleichgewicht. Und dann fällt sie nicht zum Beispiel so. Übertrieben gezeigt, selbstverständlich. Also, sie soll denken an ihren Fuß. Sie geht nahe zu ihrem, sie geht über ihren Fuß. 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 Und ich gehe nahe zu ihrem Oberkörper, das über ihr Fuß ist. Dann haben wir das Problem gelöst. In dem Fall können wir sagen, die Männer folgen ihr. Über dieses Thema wollte ich auch was sagen. Habe ich einen Einfluss, da wie weit sie geht? Selbstverständlich habe ich einen Einfluss. Wenn meine Hüfte, mein Oberkörper, meine Schulter und meine Hand zu weit nach vorne gehen, was passiert? Natürlich geht sie zu weit von mir. Es ist schwierig, nahe zu ihr dazu kommen. Wenn alles das in der richtigen Stelle bleibt, dann kann sie nicht so weit gehen. Und da habe ich doch einen Einfluss. Also so weit von mir kann sie nicht gehen, wenn alles hier kontrolliert ist. Und dann kann man ganz harmonisch weiter tanzen. Sie? Habe ich schon alles gesagt? Sogar dann sehr, sehr gut. Bien. Thank you.